Das hier sind Jörg und Ajo. Jörg kam zusammen mit seiner Schwester vor über einem Jahr ins Tierheim. Seitdem warten sie hier sehnsüchtig auf ihr Zuhause. Jörg ist circa 2 Jahre alt, beziehungsweise wird jetzt im Oktober circa 2 Jahre alt. Fällt leider nicht so auf, da er so ein bisschen straßenhundmäßiges graues Fell hat. Hat aber, wenn man genauer hinschaut, eine ganz, ganz schöne Färbung, auch an den Füßen. Und ist circa 50 cm groß, ist für mich ein ganz toller Hund hier im Tierheim. Wenn man in Auslauf kommt, da kommt er auch gleich her und kuschelt mit einem. Draußen ist er noch ein bisschen aufgeregt am Anfang, beruhigt sich aber relativ schnell und orientiert sich dann auch am Menschen. Ist sehr kuschelbedürftig, kann zu anderen Hunden, kann aber auch den Chef raushängen lassen. Daher sollte es schon ein Hund sein, der ihm auch gewachsen ist. Grundsätzlich ist er aber sehr gut verträglich. Genau, und das hier ist der Ajo. Der wurde gefunden und dann ins Tierheim gebracht, auch vor circa einem Jahr. Also sind beide schon über ein Jahr im Tierheim. Ist, wie man sieht, ein Jagdhund. Kam damals auch mit ganz starken Hautproblemen ins Tierheim, die sich aber echt gut gebessert haben. Genau, ist sicherlich auch ein aktiverer Hund. Wir wissen nicht, ob er jagdlich geführt wurde. Wird aber sicherlich auch Freude an Nasenarbeit haben und ist wirklich ein ganz, ganz toller Hund, der sich gut auf den Menschen einlässt, der auch eher defensiv mit anderen Hunden ist und sich im Auslauf eher zurückzieht. Daher würden wir uns sehr freuen, wenn er entweder zu einem netten Ersthund kommt oder als Einzelprinz wohnt.